In dieser Folge des DJ Q&A geht es um den perfekten Setaufbau und damit zusammenhängend die richtige Track-Auswahl. Dazu haben wir euch einiges mitgebracht im Prinzip, dass ihr einen schönen Setfluss aufbauen könnt und eben auch bei jedem Publikum zu jeder Gelegenheit die richtigen Tracks auswählen könnt. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst du nichts und alle Infos gibt's gleich nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zu einer erneuten Folge vom DJ Q&A. Mein Name ist Patrick, ich bin der Gründer dieser Online Academy und wir haben in der heutigen Folge zwei Fragen bekommen zum ähnlichen, selben Thema. Deswegen möchten wir die hier gemeinsam beantworten. Nämlich, hey, ich habe einige Fragen. Ich und mein Kollege legen jeden Monat im Jugendclub auf. Meine Frage ist, können wir auch 80er und 90er Hits spielen? Der Durchschnitt liegt mit dem Alter 6 bis 20. Was wäre für Musik am besten gedacht? Und zweite Frage, welche Musikrichtung ist die perfekte für den Beginn einer Veranstaltung? Ja, also beides zielt darauf ab, eben wie baue ich mein Set auf und welche Track-Auswahl kann ich wählen. Von daher gibt es jetzt mal einiges zu diesem Thema. Also, wir gehen jetzt mal von Mixed Music Sets aus, weil das waren ja im Prinzip auch die Fragen. Ja. Und in dem Fall ist es so, dass du am besten so, sagen wir mal, Genre-Päckchen spielst, ja, das heißt 3 bis 6 Lieder, 15, 20 Minuten roundabout, ja, von einer Stilrichtung, ja, und dann wechselst du sozusagen durch. Schaust natürlich, dass der Wechsel jetzt nicht zu krass ist und machst vor allem auch abhängig von dem Publikum, ja, das ist immer das A und O, dass du dein Publikum im Blick hast. Erstarrt die Tanzfläche eher bei bestimmten Tracks, bei bestimmten Genres oder drehen die Leute voll auf? Ja, füllt sich die Tanzfläche, leert sich die Tanzfläche? Ja, da gibt es einige Signale, auf die du achten solltest. Und wenn es eben eine Mixed-Music-Veranstaltung ist, zielt das eben darauf ab, dass du andauernd wechselst, damit du mehrere Geschmäcker auch bedienst. Ist ganz klar. Ja. Du kannst das für auch zum Beispiel Remixe sehr gut einsetzen, um mehrere Genres miteinander zu verbinden. Es gibt ja eben oft, Hip-Hop-Lieder, Schlager-Lieder, keine Ahnung, irgendwie sowas, Pop-Lieder, die dann zum Beispiel noch einen Elektro-Remix bekommen und umgekehrt. Und das ist eben gut, um mehrere Geschmäcker logischerweise gleichzeitig zu bedienen. Ja. Auf jeden Fall nicht zu schnell in sehr großen Locations die Genre wechseln. Ja, also wie gesagt, 3 bis 6 Lieder, das ist im Prinzip die untere Grenze, eher vielleicht für Mobile-DJs zum Beispiel oder vielleicht auch in eurem Jugendclub, je nachdem, wie groß der ist. Bei sehr großen Locations mit sehr vielen Leuten muss man da ein bisschen vorsichtiger sein, denn man hat ja diese Trägheit der Masse sozusagen, ja, und dann muss man dem Publikumswechsel ein bisschen Zeit geben, bis die einen jetzt gepeilt haben, okay, jetzt geht's gerade ein bisschen in eine andere Richtung und die anderen, die irgendwo sonst in einem Riesenladen sind, gepeilt haben, okay, jetzt kommt meine Zeit so ungefähr. Ja, regelmäßig solltest du auf jeden Fall einbauen. Sure-Shots haben wir es jetzt mal genannt, ja. Also Lieder, wo du weißt, die ziehen immer. Das sind Klassiker, das sind Evergreens. Ja, da weißt du einfach, okay, da brennt die Hütte. Ist ganz klar. Müssen keine neuen Lieder sein, können auch alte Lieder sein, aber einfach Dinge, wo du weißt, wenn ich den bringe, dann läuft es auf jeden Fall. Ja. Das kannst du natürlich dafür nutzen, wenn du eben zum Beispiel der Warm-Up-DJ bist oder eben du machst auch den ganzen Abend und so, irgendwie will die Tanzfläche gerade nicht voll werden, ja, darauf kommt es jetzt an, dann kannst du so ein Hitbündel spielen, ja, also sowas wie hier so ein Päckchen aus Liedern sozusagen, machst du dann so ein Päckchen aus Sure-Shots, ja, 4, 5 Tracks, einer nach dem anderen, der richtig ballert, wo du weißt, okay, die Crowd, die muss es lieben praktisch, ja, die gehen immer die Dinger, damit du halt jetzt das Zeichen setzt, okay, jetzt geht's los und eben alle auch auf die Tanzfläche holst. Genau. Dann noch eine Empfehlung, in Anführungszeichen, wenn wir jetzt hier über den Setaufbau reden. Ja. Ich meine, wir geben ja hier schon ganz viele Tipps und Tricks jetzt an die Hand, wie du deine Track-Auswahl weise tätigen kannst, denn willkürlich Tracks aneinander rein sozusagen klingt im besten Fall noch unorganisiert. Ja. Meistens ist es aber so, dass wenn du dir einfach irgendwas aus deiner Mediathek rauspickst, was jetzt vielleicht irgendwie gerade passen könnte, dann kommt da leider meistens nicht so ein schöner Liedfluss bei rum, ja, kein so ein schöner Setaufbau.
weil es eben keinen roten Faden hat. Deswegen möchten wir dir davon abraten und eben auch empfehlen, dass du deine Track-Auswahl ja weise sozusagen an bestimmten Parametern auswählst, und auf die kommen wir jetzt zu sprechen. Denn wenn du deine Track-Auswahl eben wohl überlegst, anhand zum Beispiel der Faktoren BPM, Key, Lead-Charakter, dann ergibt das Ganze schon ein stimmigeres Ding, ja? Weil von der BPM her eben sind die Tracks alle auf einer ähnlichen Geschwindigkeit zum Beispiel, oder wenn du sagst, du startest jetzt in den Abend rein, dann steigerst du dich langsam, ja? Aber du nimmst eben immer Tracks, die entweder zur Geschwindigkeit vom vorherigen passen oder eben immer ein bisschen mehr, bis wir ungefähr am Höhepunkt des Abends angekommen sind. Beim Key geht es natürlich um Mixed in Key, weil Lieder, die miteinander harmonieren, die klingen dann gemeinsam natürlich harmonisch, logischerweise. Heißt, du hast einen angenehmeren, sanfteren Liedfluss. Ja, das klingt jetzt so ein bisschen entspannt, aber es bedeutet natürlich auch, wenn zwei Banger gut zueinander passen, dass die sich auch gegenseitig sozusagen noch potenzieren und man beim Übergang schon merkt, okay, da kommt was Neues und es passt jetzt gerade so gut rein, dass es halt einfach richtig Laune macht. Ja, deswegen Mixed in Key ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der von vielen unterschätzt wird oder nicht so ernst genommen wird, weil es halt auch Arbeit macht, ja, dann die passenden Tracks rauszusuchen. Aber wenn ihr das drauf habt und da eben geile Sets zusammenstellt, dann ist das im Prinzip schon ja die Königsdisziplin eines geilen Setaufbaus. Ja, dann vom Liedcharakter her ist natürlich auch ganz wichtig, ja, dass die Lieder zueinander passen. Es ist eher ein energetisches, fröhliches Lied, ja, oder es ist vielleicht ein bisschen düster und hart. Oder es ist vielleicht eher ein bisschen schnulzig, langsam. Ja, ist jetzt unabhängig von dem Genre. Ja, das kann man ja auf alle Genres übertragen. Aber schaut im Prinzip, dass die halt auch passen, weil es logischerweise ein bisschen strange ist, wenn du halt eben ein energetisches Lied hast, das sehr, sehr positive Vibes hat, wo die Leute eher motiviert, animiert, dass die Party jetzt noch weiter steil geht. Und danach kommt irgendwie zwar vom Key her und von der BPM her ein passender Track, der aber irgendwie ja so ein bisschen entspannten, vielleicht melancholischen Charakter hat, dann ist es ja auch wieder ein Bruch. Ja, deswegen darauf genauso achten. Als Voraussetzung dafür ist natürlich eine organisierte Mediathek. Dazu haben wir zum Beispiel einen ausführlichen Artikel auf unserer Website schon verfasst. Den hinterlege ich dir in der Infobox mal. Denn gerade wenn eine Mediathek mal mehrere tausend Tracks groß wird, dann wird es schwierig, da immer den Überblick zu behalten und innerhalb kürzester Zeit vor allem die richtigen Tracks zu finden. Vielleicht weißt du ja auch, dass du den und den Track hast und du den spielen willst, aber deine Mediathek ist einfach zu groß und du findest sie nicht. Du scrollst ohne Ende, du klickst dich durch verschiedene Ordner. Deswegen organisiert die Mediathek ganz, ganz wichtig. Ja, die richtigen Übergänge erschaffen neue komplexe Rhythmen und motivieren zu mehr. Ja, gerade schon erwähnt mit diesem Liedcharakter, Key und so weiter, wenn das alles stimmig ist. Im Gegensatz dazu eben falsche Übergänge killen die beste Stimmung innerhalb von Sekunden. Und das habt ihr jetzt sicher selber auch schon mal erlebt, sei es jetzt als Gast oder selber als DJ. Deswegen eben die Track-Auswahl ist elementar, ganz wichtig, denn auch im Prinzip 20, 30 mal richtige Track-Auswahl ergibt ja dann eben automatisch auch ein sehr geiles Set. Ja, üblicherweise im Prinzip, wenn ihr ein Set habt, ja, dann steigert ihr euch normalerweise mit der Geschwindigkeit her, vom Energielevel her, von der Lautstärke, weil ihr die Party ja sozusagen noch richtig pushen wollt. Ausnahme natürlich hier, ihr habt ein Cool-Down-Set, aber selbst da ist ja teilweise noch so, dass ihr innerhalb eures Sets vielleicht nicht auf das Level fahrt wie der Main-Act sozusagen, ja, aber schon auch eben nochmal einen Höhepunkt in euer Set einbaut. Ja. Von daher muss man da schauen, wie man es macht, aber ne, üblicherweise solltet ihr darauf achten, wenn es richtig losgehen soll, dass ihr euch da steigert. Sagen wir mal innerhalb eines Genres. Ja, weil wenn ihr zum Beispiel jetzt eben von elektronischen Tracks auf Hip-Hop wechselt, ja, und ihr dann von 120 auf 80 runtergeht, dann ist natürlich keine Steigerung. Aber das hat ja insofern auch nicht mehr dann direkt was miteinander zu tun. Man kann diese BPMs ja sozusagen nicht miteinander vergleichen. Aber schaut dann eben, wenn ihr auf Hip-Hop wechselt, dass ihr dann auch wieder von da wieder die Stufen nach oben geht. Genau, Ausgangsposition eben logischerweise dann abhängig von Setart, Genre und so weiter. Insofern ihr elektronische Tracks auflegt, dann ist 130 BPM eine sehr dankbare Geschwindigkeit sozusagen, ja, weil die eben sehr nah am Herzschlag ist. Und wenn ihr es da schafft, ein paar geile Tracks zu platzieren an eurem Höhepunkt im Set sozusagen, dann kann man da die Leute sehr, sehr gut einfangen. Ja, und eben nicht zu lange auf einem Level verharren. Ja, variiert immer mal wieder ein bisschen,
je nachdem von der Geschwindigkeit her, vom Energielevel, ja, tastet euch da immer wieder sozusagen an einen Höhepunkt ran. Es gibt da mehrere Varianten. Entweder ihr spielt halt die ganze Zeit auf einen Höhepunkt hin und dann beendet ihr euer Set langsam wieder. Oder ihr, ja, macht es eben so ein bisschen wellenartig. Ihr macht immer wieder, ja, so ein paar Peaks baut ihr halt ein, um die Stimmung immer wieder zu pushen, eben vielleicht über mehrere Genres, dass ihr eben da ein bisschen Abwechslung reinbringt. Yes, ein Spannungsbogen aufbauen ist natürlich auch wichtig, habe ich im Prinzip ja damit schon so angedeutet, dass ihr mit eurem Set wie eine Art Geschichte erzählt. Ja, das trifft jetzt eher auf die Leute zu, die innerhalb eines Genres bleiben. Bei Mixed Music wird es schwierig, aber eben innerhalb eines Genres kann man das halt sehr, sehr schön über längere Zeit aufbauen und ja ein sehr, sehr stimmiges Set machen mit einem sehr roten Faden und dann ja in Anführungszeichen wie eine Geschichte erzählen, dass man sich eben ja mit dem Energielevel, mit der Geschwindigkeit und so weiter ein bisschen steigert, um die Leute halt richtig abzuholen und nach dem Set die Leute wirklich auch der Meinung sind, so, ah, das war ein stimmiges, geiles Set, da hat mir richtig gut gefallen. So, ja, und nicht einfach nur so, ja, der hat ein paar coole Tracks gespielt. Genau. Ja, der Bogen ist dann je nach Veranstaltungstyp, ist ja klar, und Playtime, vorhin auch schon ein bisschen erwähnt, mit einem Cooldown-Set. Genauso eben Warm-Up, ja, läuft logischerweise dann eher so, aber geht eigentlich nicht runter, weil nach euch kommt ja dann der Main-Act. Das heißt, der greift das ja so wieder auf oder besser gesagt, der macht eh, was er will, aber ihr solltet halt an den Main-Act ranspielen sozusagen. Ja, der Main-Act wird sich dann halt überlegen, was er macht, ja, ob es eher halt so eine, ja, einmalige Höhepunktkurve ist oder eben, ob er so vielleicht ein bisschen wellenartig fährt und Cooldown, klar, geht insgesamt eher runter. Heißt aber nicht, dass ihr vielleicht da nicht auch nochmal einen kleinen Höhepunkt einbauen könnt, ja. Von daher auch je nachdem, wenn ihr das den ganzen Abend spielt, ja, dann wird es ja ganz platt gesagt eure Kurve irgendwie so aussehen. Aber dann empfehlen wir euch trotzdem, dass ihr euer, ja, All-Night-Long-Set sozusagen für euch selber ein bisschen in Abschnitte unterteilt, von wann bis wann jetzt was passiert und wie ihr das dann in sich aufbaut. Ja, versucht auf jeden Fall nicht die ganze Zeit irgendwie Vollgas zu geben und die Leute nur zu pushen und einen Klassiker nach dem anderen. Ja, das hat mehrere Gründe. Zum einen überfordert sozusagen ein bisschen die Leute, weil immer ein Banger nach dem anderen dann so, oh, jetzt noch eine, irgendwann wollen die Leute einfach mal eine rauchen, was trinken, aufs Klo, sonst was. Ja, irgendwann werden die Leute auf jeden Fall früher oder später verlieren. Das kann man nicht ewig durchhalten. Außerdem ist deine Anzahl an Hits ja auch irgendwie begrenzt. Ja, irgendwann werden dir die Dinge ausgehen und dann spielst du halt eher so, ja, Second-Level-Hits, sage ich jetzt mal, schwierig. Ja, und vor allem, das, was halt noch sehr, sehr wichtig ist, ist, dass halt durch das Kontrastprinzip, ja, wenn du halt eher ein bisschen entspanntere Tracks spielst, oder sagen wir mal, normale, coole Tracks spielst, die schon abgehen, ja, aber dann so ein Hitbündel bringst, ja, oder eben ein, zwei Dinger mal setzt, dann kommen die halt richtig gut an. Und dann sind alle so, oh geil, jetzt kommt eben hier wieder so ein richtiger Hit einfach. Und dann wechselst du wieder ein bisschen auf die unbekannteren Tracks zum Beispiel, gehst wieder ein bisschen runter vom Energielevel, von der Spannung her, um dann wieder einzusetzen. Ja? Und dann ist es was Besonderes, weil die stechen ja wirklich heraus aus der Masse. Wenn du einfach nur immer einen nach dem anderen spielst, dann sind zwar alle irgendwie Leute schon so, ja, okay, cool, das ist jetzt auch wieder ein geiler Track zum Mitsingen und ein Klassiker und kennt man, ah, cool, aber irgendwann catcht es einen eben jetzt auch nicht mehr so. Deswegen lieber gezielt und bewusst einsetzen. Ja, logischerweise jetzt auch keine so heftige neue News. Füllt sich die Tanzfläche schneller, wenn der Frauenanteil hoch ist. Da müsst ihr dann einfach schauen, eurem Genre, ob ihr es irgendwie schafft, ja, die Frauen abzuholen. Das ist einfach immer noch ein altes, unbeschriebenes Gesetz. Von daher, ja, wenn ihr es mal schafft, irgendwie ein paar Frauengrüppchen irgendwie zu catchen mit ein paar Tracks, dann ja, ist es meistens nur eine Frage der Zeit, bis sich die Tanzfläche weiter füllt. Hits und Klassiker nicht zu früh, ja, ist auch was, was man irgendwie immer wieder sagt, aber es gibt immer wieder Leute, die es auch immer wieder noch falsch machen. Ja, vor allem, wenn du halt als Warm-Up-DJ zum Beispiel aktiv bist, dann solltest du auch deinem Main-Act nicht die Tracks wegklauen sozusagen. Und die Tracks verpuffen noch einfach, ja, das heißt, du spielst sie zwar und auch die Leute, die jetzt schon da sind, die hören das und sagen, ah ja, cooler Klassiker, aber du wirst ja nie schaffen, die Leute so abzuholen und auf, von 0 auf 100 jetzt auf die Tanzfläche zu bringen und alle rasten aus, wie wenn du den Track halt vielleicht 1,5 Stunden später gebracht hättest, wenn der Laden und die Tanzfläche voll ist. Deswegen da auf jeden Fall vorsichtig sein und du solltest ja auch normalerweise Tracks nicht doppelt oder noch mehrfach sozusagen spielen. Jo, du kannst aber eben
Hits und Klassiker gut einsetzen, um halt ein Zeichen zu setzen, wie zum Beispiel auch mit dem Hitbündel, das vorhin schon gesagt, wenn eine neue Phase losgeht, ja, wenn du sagst, okay, jetzt starten wir richtig in den Abend, jetzt sind mal einige Leute da und jetzt holst du mal alle auf die Tanzfläche, zum Beispiel, ja. Oder ihr wechselt euch eben ab bei einem DJ-Set mit einem Kollegen, kann man eben als gutes Zeichen schon mal, ja, so einen Hit oder einen Klassiker bringen. Publikum lesen, auch vorhin schon angesprochen. Wie ist die Demografie vom Publikum? Wie ist das Alter? Was ist das für eine Szene sozusagen, ja, vom Genre her? Auf was haben die generell Bock? Wie sehen die Leute aus? Gerade eben, wenn es ein Mixed Music Abend ist, wie ist der Anteil an Hip-Hop-Leuten heute wahrscheinlich? Wie viele Leute sind da, die vermeintlich vielleicht eher auf Elektro abfahren? Ja, so oft gibt es ja solche Stereotypen. Und dann kann man es einfach schon ein bisschen besser erkennen und die Leute einschätzen und demnach spielst du dann Tracks und dann wirst du sehen, ob es funktioniert oder nicht. Ja, aber beobachten ist ganz wichtig. Während du auflegst, eben vorhin schon erwähnt, füllt sich die Tanzfläche, leert sich die Tanzfläche, erstarrt sie sozusagen. Ja, es ist immer wieder sehr spannend zu sehen, wenn ein DJ mal daneben greift, ja, wie wirklich die Stimmung fast augenblicklich zum, ja, Erliegen kommen kann. Die Leute bewegen sich zwar schon noch und sind irgendwie noch auf der Tanzfläche, aber man merkt schon, irgendwie haben die jetzt gerade selber gemerkt, dass das nicht so das Wahre war. Sie sind sich dessen vielleicht auch nicht so bewusst, ja, weil sie nicht so ein Gehör dafür haben wie DJs. Aber man merkt doch, okay, irgendwas stimmt jetzt hier nicht mehr so ganz. Ja, und das kannst du ja eben auch sehr gut lesen. Oder umgekehrt, eben wenn die Leute alle ausrasten, Arme nach oben schmeißen und der Club brennt, dann ist logischerweise alles cool. Ne? Ein Punkt ist dabei auch noch, ist dir das Publikum eher zugewandt? Oder sind dir auch viele abgewandt, gucken sonst wo an die Bar oder zu ihren Leuten? Oder eben stehen alle straight so zu dir? Logischerweise auch ein sehr positives Zeichen. Genau, wenn wir jetzt von einem ganzen Set sprechen, dann empfehlen wir auf jeden Fall nur bedingt, das zu wiederholen, weil was ein Publikum feiert, feiert nicht auch zwangsläufig ein anderes Publikum, das schon mal zum einen. Außerdem wirst du dafür bezahlt, dass du individuelle Sets spielst und die auch anpasst an die Zeit, an die Location, an das Publikum. Und wenn dann die Leute noch rauskriegen, es gibt es ja oft bei Aufzeichnungen, sei es jetzt Videoaufzeichnungen oder auch wenn der Ton nur aufgezeichnet wird von DJ-Sets und die dann im Internet landen und man rauskriegt, okay, der hat ungefähr genau dasselbe schon mal vorher gespielt, ist auch irgendwie kacke und deine Weiterentwicklung leidet auch persönlich darunter. Ja? Du spielst dann ja einfach immer nur dieselben alten Kamellen und dann ist es auch für dich irgendwie keine Herausforderung mehr und du entdeckst keine neuen geilen Übergänge oder coole Track-Kombos. Das ist ja schade. Genau, ein vorgefertigtes Set ist auf jeden Fall auch nicht zu empfehlen, weil es sehr steif ist, ja, du bist sehr unflexibel, du musst ja auf die individuellen Gegebenheiten an deinem Gig jetzt reagieren. Vielleicht eben, wie gerade schon gesagt, ein Set, was beim einen Publikum funktioniert, funktioniert nicht zwangsweise bei dem anderen. Und wenn du dann nur so ein steifes Set hast, wo du exakt die Track-Reihenfolge schon vorbereitet hast, dann fängst du auf einmal an, in deiner Mediathek rumzuwühlen, ja, was jetzt dann vielleicht passen könnte, und das ist auf jeden Fall schlecht, ja. Deswegen sorgt lieber dafür, dass deine Mediathek insgesamt gut geordnet ist und du so dann auch in solchen Situationen schnell in den passenden Ordnern die passenden Tracks findest, ja. Aber auf keinen Fall so ausrechnen, okay, ich schläge 2 Stunden auf, das sind ungefähr 15 Tracks, alles klar, dann suche ich mir jetzt 15 raus und lege die schon in die perfekte Reihenfolge. Dass das aufgeht, ist sehr unwahrscheinlich. Deswegen nicht zu empfehlen. Was mindestens genauso wenig geht oder was eigentlich schon gar nicht mehr in Ordnung ist, sind halt pre-recorded Sets. Sieht man leider sogar auch bei großen Stars auf großen Festivals, dass halt eben, ja, Sets vorher aufgezeichnet wurden und die, ja, mehr oder weniger nur auf Play gedrückt wird und dann halt irgendwie was gefaked wird an den Reglern. Ja, teilweise dann sogar nicht mal mit eingeschalteten Geräten, wo es dann eben auffliegt. Und das ist dann schon sehr peinlich. Ja, und wenn dann irgendwas schief geht, wo es dann eben auch oft noch dann, ja, das entlarvt, dann hast du nichts, was du vorbereitet hast. Ja, dann kannst du gar nicht mehr auflegen. Deine Kredibilität geht verloren, ja, dein Ansehen, der Respekt an der Szene schadet auch der Kunst, weil du ja dem Ruf des DJs sozusagen schadet, dass er eben immer live geil was musiziert sozusagen. Ja. Und ja, das ist ja im Prinzip auch wie wenn du ein vorgefertigtes 15-Punkte-Set wiederholst. Das ist natürlich immer noch besser als ein pre-recorded Set, aber ja, deswegen bist du meines Erachtens eigentlich nicht DJ geworden, sondern eher zur Leidenschaft, zur Musik, um Leute immer live zu unterhalten. Und da gehört es eigentlich auch dazu, dass du eben immer wieder ein individuelles Set bastelst. Auch vorhin schon kurz erwähnt, generell Tracks nie mehrfach spielen.
Das macht man einfach nicht. Wenn du das machst, dann ja, zeigst du sozusagen nur, dass du verkackt hast, weil du nicht wusstest, an welcher Stelle du den Track eigentlich gut positionieren musst, damit er wirklich zieht. Allereinzigste Ausnahme ist, wenn es halt wirklich mal einen Ultra-Ultra-Hit gibt, den gerade alle tot feiern und dich wirklich die Leute penetrieren, dass sie es jetzt nochmal hören wollen, dann kann man das nochmal überlegen. Aber normalerweise, ja, sollte das eine absolute Ausnahme bleiben und ja, Tracks normalerweise nur einmal spielen und dann genau wissen, wann richtig platzieren und dann zieht er auch. Genau. Ja, am Ende der Veranstaltung machen sich Klassiker sehr gut, ist ja klar, die passen dann vielleicht auch gar nicht mehr zum Genre. Irgendwelche wirklich alten Lieder von vor ein paar Jahrzehnten, ja, oder irgendwelche Klassiker, eben, die man schon lange nicht mehr gehört hat, die dann aber das Publikum ein bisschen, ja, in Anführungszeichen, in ihre jungen Tage zurückversetzen. Und wenn es eben schon nachts um 5, 6, 7 Uhr ist oder ist ja eigentlich schon morgen, dann haben die Leute Bock, einfach nochmal auszurasten, ja, ein bisschen die Seele baumeln lassen, so ungefähr. Und dann peilt auch jeder, dass Feierabend ist. Und es kann halt richtig lustig sein, wenn du halt eigentlich einen Elektro-Set spielst und dann am Ende, keine Ahnung, kommt von Outkast noch Hey Ja oder so. Und alle, ja, flippen einfach nochmal ein bisschen aus. Kann sehr Spaß machen. Probier das einfach mal aus. Man muss dein Set nicht immer sozusagen so ernst beenden. Ja, und als letzter Tipp noch, nimm dein Set auf und hörst dir zu Hause wieder an. Ja, dann gehst kritisch nochmal durch. Gibt es irgendwelche Stellen, die nicht so gut gelaufen sind? Was hättest du besser machen können? Was hat dir vielleicht besonders gut gefallen? Dann merk dir diese Stelle nochmal. Und ja, nur so kannst du halt den Abend nochmal reflektieren. Oder die Veranstaltung, kann ja auch sein, dass es tagsüber ist. Und ja, aus dem, was du gemacht hast, im Prinzip nochmal lernen. Genau, deswegen ganz wichtiger Tipp, nimm dein Set auf. Immer aufnehmen. Und du kannst es ja, wenn alles sogar mega geil lief, sogar noch wieder veröffentlichen als Promomix. Deswegen mach das auf jeden Fall. Ich hoffe, du konntest dir einiges mitnehmen. Das war natürlich sehr viel, aber wie immer ist die Präsentation hier mit einem Link in der Videobox hinterlegt, ja, in der Videobeschreibung, der Infobox, so rum. Zieh dir das auf jeden Fall, da hast du die Infos immer offline auf deinem PC. Wenn du eine Frage hast für die nächste Sendung DJ Q&A, dann schreib sie uns in die Kommentare, dann können wir darauf eingehen. Und in diesem Sinne, wie immer, unser Abschlussklassiker. Glocke aktivieren nicht vergessen. Wir sehen uns in der nächsten Folge DJ Q&A. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Dein Patrick von Auflegen mit Erfolg.